Ja, was ich nicht erwartet hätte, dass es keine richtigen, absoluten Antworten gibt. Es ist ein Ort des Fragens. Es ist aber auch ein politischer Ort. Bis 1992 war das ein Ort, da gingen Liberale nicht hin. Das war ein katholisch-konservatives Rütli. Und trotzdem wirkt dieser Ort, seit er geschaffen wurde, wie ein Magnet auf die Menschen. Es ist ein Ort der Geschichte und der Geschichten. Eltern, die mit leiser Stimme gestehen, dass ihre Kinder da mal getaucht sind und Geld gefischt haben. Oder einer, der hat mir erzählt, er sei während der Rekrutenschule mal oben auf dem Löwen gesessen. Der Löwe, der von diesem Rekruten bestiegen wurde, ist der Löwe des Löwendenkmals in Luzern. Seit etwas mehr als 200 Jahren ruht das mächtige Tier in einer großen Nische aus Sandstein. Er liegt da und man erkennt nicht, ob er schläft oder ob er stirbt. Dass er leidet, das sieht man. Das mächtige Haupt ruht auf einem Schild, auf dem die stilisierte Lilie der Bourbonen, das Wappen der Könige Frankreichs, zu erkennen ist. Neben dem Kopf befindet sich ein zweiter Schild mit einem Schweizer Kreuz. Zudem sind Lanzen zu erkennen, die halb vom Körper des Tiers verborgen werden und von einem Kampf zeugen. Das direkt aus der Felswand gehauene Monument aus Sandstein wird seit gut 200 Jahren besucht und bestaunt. Und auch ebenso lange polarisiert dieser Ort. Wenn man heute zurückschaut, ist das Löwendenkmal mit dem Park zusammen ein Zeitzeugnis der Restauration. Ich kann dorthin gehen und ganz entrüstet alles als monarchisch bezeichnen. Ich kann aber auch sagen, das, was da abläuft, das ist zutiefst alles, was zu uns geführt hat in dieser Stadt, in dieser heutigen Schweiz. Das ist ein Ort der Schweizer Geschichte. In dieser Zeitblende wollen wir der Geschichte des Löwen nachgehen und fragen, was das Monument mit der Französischen Revolution und den politischen Auseinandersetzungen der Schweiz im 19. Jahrhundert zu tun hat. Wir wollen auch wissen, weshalb das Denkmal seit seinen Anfängen polarisiert und von jemandem initiiert wurde, der nur deshalb am Leben blieb, weil er im richtigen Moment in den Ferien war. Mein Name ist Stefan Eiholzer. Es ist ein kühler, feuchter Vormittag in Luzern. Trotzdem haben sich schon zahlreiche Touristengruppen vor dem Löwendenkmal versammelt. Die Leute machen Selfies, albern rum. Einige vertiefen sich in die zahlreichen Informationstafeln, die auf dem ganzen Gelände aufgestellt sind. Oder Sie sehen hier oben, die Insel ganz rechts über dem WC. Hier noch ein bisschen weiter. Und sieht man es. Es gibt eigentlich hier verschiedene Elemente. Unter die Besucher haben sich auch Jürg Stadelmann und Claudia Herrmann gemischt. Der Historiker und die Kunsthistorikerin haben sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Löwendenkmal beschäftigt. Entstanden ist ein Buch, das die Geschichte des Denkmals aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Claudia Herrmann beschäftigte sich vor allem mit der künstlerischen Entstehungsgeschichte. Ich sehe einen stillen, ruhigen Felslöwen und drumherum ganz wichtig viel Grün. Und ich sehe die Inszenierung. Es ist nicht wichtig, ob der Löwe eine richtige Mähne hat, also eine natürliche, sondern wie er inszeniert ist. Und ich habe auch erst mit der Literatur gemerkt, dass dieser Löwe 9 Meter breit ist. Das hatte ich vorher nicht wahrgenommen. Er wirkt viel kleiner. Das Löwendenkmal. Es ist eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Schweiz. Das Denkmal ist eingebettet in einen englischen Park mit Teich. Am einen Ende fällt eine Sandsteinwand steil ab. Der Konstanzer Bildhauer Lukas Ahorn hat aus der Felswand den Löwen gehauen. Im Herbst 1818 hat er mit der Arbeit begonnen. Fast 3 Jahre lang hat sie gedauert. Die Pläne für das Kunstwerk lieferte der dänische Künstler Bertel Thorvaldsen, der damals zu den renommiertesten Bildhauern gezählt hat. Direkt über dem Löwen ist eine lateinische Inschrift zu lesen. Übersetzt steht da «Der Treue und Tapferkeit der Schweizer». Gemeint sind Söldner, die in Frankreich dienten und dabei ihr Leben verloren. Paris im August 1792.
Es ist das Ereignis, an das mit dem Löwendenkmal erinnert wird. Der Sturm auf die Tuerien und das Massaker an der Schweizer Garde, die damals den französischen König als Leibwache verteidigte. Paris erlebt seit 1789 und dem Beginn der Französischen Revolution unruhige Zeiten. Die absolute Macht des Königs ist in Frage gestellt. Eine Verfassung wird geschrieben. Die radikalen Kräfte drängen an die Macht. Der König, Louis XVI und seine Frau Marie Antoinette haben ihr Schloss in Versailles auf Druck der Bevölkerung verlassen und wohnen jetzt in ihrem Stadtschloss, dem Tuilerienpalast. Im Sommer 1792 sind 3 Jahre vergangen seit dem Sturm auf die Bastille und dem Beginn der Revolution. Und erneut überschlagen sich die Ereignisse, sagt Historiker Jürg Stadelmann. Also 1792 geschah etwas Unerhörtes. In Frankreich wurde endlich die Monarchie beendet. Und dahinter standen eigentlich die Jakobiner, die, angeführt von Robespierre, fast täglich vor dem Tuilerienpalast aufmarschieren und ihre Forderungen stellen. Der König ist unter Druck. In der Nationalversammlung ist beantragt worden, er sei abzusetzen. Seine französische Garde hat sich zu Beginn der Revolution mit dem Volk verbündet. Zu seinem Schutz bleiben ihm noch die Schweizer Gardisten. Etwa 1500 Mann stark soll die Garde im Sommer 1792 gewesen sein. Am 10. August spitzt sich die Lage weiter zu. Der König flieht in die Nationalversammlung. Vor seinem Palast versammeln sich Zehntausende. Es kommt zur Eskalation. Die Jakobiner haben gezielt das Volk auch aufgestachelt. Das ist offenbar in Spelunken, in Tavernen, in Gasthäusern geschehen. Und dieser Aufstand scheint inszeniert worden zu sein. Und es ist noch verrückt, die beste Schilderung dieses ganzen Vorganges ist vom jungen Napoleon. Der soll in der Nähe aus einem Hotel heraus das mitverfolgt haben. Und es gibt sehr viele Fachleute, die sagen, dort hat er das geholt, was er sein Leben lang mit allen Mitteln zu unterdrücken versucht hat, dass es zu Volksaufständen kommt. Napoleon kann beobachten, wie die Schweizer Gardisten auf verlorenen Posten kämpfen, vom aufgebrachten Volk überrannt und getötet werden. Bis heute weiß man nicht, wie viele Gardisten beim Sturm auf die Tuilerien gefallen sind. Manche Quellen sprechen von 500, andere von 700 getöteten Schweizern. Mit dem Massaker an den Schweizer Gardisten geht eine Ära zu Ende. Letztlich war das ein unerhörtes Ereignis und beendete eigentlich eine rund 300-jährige Erfolgsgeschichte des Militärunternehmertums, das von Luzern, aber auch von anderen Städten wie Bern, wie Solothurn, Soldaten, Söldner geliefert hat. Das ist noch wichtig, nicht Soldaten, sondern Söldner, Leute, die für Geld diese Dienste angeboten haben. Und das ging jetzt vorerst mal zu Ende. Und das war ein spektakulärer Einschnitt, den man letztlich hinter dem Löwendenkmal zu sehen hat. Schweizer Männer schützen in Paris den französischen König. Dass die helvetischen Söldner im Nachbarland aktiv sind, das ist damals schon seit 300 Jahren so. Während der Burgunderkriege im 15. Jahrhundert erlangen die Schweizer den Ruf als furchtlose Kämpfer. In der Folge werden sie von zahlreichen Herrschern in Europa für ihre Armeen angeheuert. Zudem kommen damals neue Kampfmethoden auf, sagt Jürg Stadelmann. Militärtechnisch, habe ich mir sagen lassen, war das auch ein Moment des Übergangs, wo die Kriegführung mit Rittern und solchen Dingen an eine Infanterie gewechselt hat, und da die Schlag drauf und Schluss Eidgenossen haben da buchstäblich eine neue Art des Kampfes entwickelt. Es entwickelt sich aber auch ein neuartiges Geschäftsmodell, nämlich das der Militärunternehmer. Sie heuern Söldner an, stellen Regimente zusammen und verkaufen ihre Dienste den Mächtigen Europas. Oft wird dieses Geschäft von Familien über Generationen betrieben. Einige werden dabei unermesslich reich. Zum Beispiel die Familie Pfeiffer in Luzern.
Die Pfeiffer waren eine Familie, die so im Übergang vom Spätmittelalter zur Neuzeit quasi wie von außen her in die Stadt gekommen sind und sich emporgearbeitet haben. Das sind so quasi die Fugger aus der Eidgenossenschaft, weil die haben ihr Söldnergeschäft auch verbunden mit Geldausleihe. Die einfachen Söldner sind meist Burschen aus dem Volk. Viele, die in den Krieg ziehen, verlieren in der Fremde ihr Leben. Andere kehren traumatisiert oder verstümmelt zurück. Doch auch aus den Familien der Militärunternehmer und Patrizier gibt es Junge, die ins Ausland ziehen und für eine gewisse Zeit als Söldner dienen. In diesen Familien ist das oft Tradition und eine Form von Ausbildung. Es gibt dann insbesondere in den Patrizierfamilien quasi wie eine Art Ausbildung. Also heute macht man so einen MBA irgendwo. Da hat man zum Teil eben die Jungen, wenn sie als Patrizier, die haben dann nicht als Soldaten angefangen, sondern die waren sofort im Offiziersgrad. Die holen sich quasi dort wie eine Art Führungsausbildung. Und wenn sie zurückkommen, werden sie eingesetzt bei uns als Landvögte und verschiedenen Ämter. Zum Teil auch im Klerus, also man hat Biografien, wo Leute quasi Söldnerführer gewesen sind und nachher Pfarrer geworden sind. Der Spannendste ist sicher Zwingli, der dann gekippt ist und gesagt hat, das ist unmoralisch und das geht nicht. Ein solcher Spross mit großem Namen ist Karl Pfeiffer, geboren am Weihnachtstag 1771. Pfeiffer wird der Kopf und Motor hinter dem Löwendenkmal. Doch bevor er sich ganz der Schaffung des Monuments verschreibt, führt ihn sein Lebensweg von Luzern über St. Urban nach Paris. Pfeiffer trägt zwar einen großen Namen, sein Vater erfüllt aber nicht die Erwartungen seines Standes, ist verschuldet und nimmt sich im Alter von 33 Jahren das Leben. Zu diesem Zeitpunkt ist der junge Karl bereits in St. Urban unter der Obhut des Abts, erzählt die Kunsthistorikerin Claudia Herrmann. Karl Pfeiffer hatte dort eine schulische Ausbildung. Danach kam er nach Paris mit 10 Jahren schon und dort wurde er dem Hauptmann Bachmann unterstellt. Das war ein Onkel mütterlicherseits. Und dieser Offizier der Schweizer Garde wird für Karl, der damals wirklich erst 10 Jahre alt ist, zu einem Ersatzvater. Der junge Pfeiffer kommt als Schüler an die École Militaire. Mit 18 Jahren erlebt er in Paris den Ausbruch der Revolution. 3 Jahre später, Pfeiffer steht jetzt im Range eines Unterleutnants, stürmt das aufgebrachte Volk den Tuilerienpalast. Doch Karl Pfeiffer ist nicht vor Ort. Er gehörte zu denjenigen, die der König beurlaubt hatte. Er war in Luzern dann. Also er war eigentlich in den Ferien? Ja. In der Heimat erfährt er vom Massaker. Vernimmt, dass sein Onkel und Ersatzvater, Oberst Bachmann, hingerichtet wird, dass hunderte Kameraden fallen. Und seine Reaktion? Von Pfeiffer selbst, also man weiß nicht, wie er das persönlich aufgenommen hat. Aber die Reaktion war sicher tiefe Trauer und schlussendlich war es sicher auch ein Trauma, das zur Schöpfung eigentlich dieses der Idee Löwendenkmal führte. Schon damals soll Pfeiffer also an ein Denkmal für die Gefallenen gedacht haben. Die Zeit dafür ist aber noch nicht reif und Karl bricht wieder auf, um als Hauptmann eines Regiments das Königreich Sardinien gegen die aufmüpfige Bevölkerung und das revolutionäre Frankreich zu verteidigen. Kurz nach der Jahrhundertwende, wir schreiben das Jahr 1801, kehrt Karl Pfeiffer nach Luzern zurück. Der Friede von Lunéville hat ihn arbeitslos gemacht. Seine Welt, die Welt der Patrizier, der einflussreichen Familien und der fremden Dienste, die gibt es so nicht mehr. Die Schweiz ist jetzt die Helvetische Republik, ein Staat nach französischem Vorbild. Karl Pfeiffers Besitz ist beschlagnahmt. Er fällt in Ungnade, wird rehabilitiert, wird Kriegsrat, Politiker und wieder abgewählt. Ausdruck der unruhigen Zeiten. Pfeiffer hat inzwischen eine junge, wohlhabende Witwe geheiratet. Er zieht sich ins Privatleben zurück, er wird Kunsthändler und betreibt eine Bierwirtschaft.
Doch die Idee, den gefallenen Kameraden ein Denkmal zu widmen, lässt ihn nicht los. Den Ort dafür bringt seine Frau in die Ehe ein. Ihrer Familie gehört das Landgut mit der steil abfallenden Felswand etwas außerhalb der Luzerner Stadtmauer. Und Pfeiffer hat ein Vorbild für sein Vorhaben, sagt die Kunsthistorikerin Claudia Herrmann. Pfeiffer war ja in der Schweizer Garde in Paris und er hatte sicher auch den Park von Versailles gesehen. Marie Antoinette hatte noch in den letzten Jahren einen englischen Garten errichtet und ich nehme an, dass Pfeiffer diesen Garten auch gesehen hat. In einem englischen Garten soll das Denkmal dereinst also stehen. Pfeiffer will dabei nicht irgendein Kunstwerk schaffen, er will, dass ein bedeutendes Kunstwerk entsteht und er will, dass es in Form eines Löwen gestaltet wird. Das Löwenmotiv ist ein klassisches Motiv der Trauer. Man sieht es in vielen Grabdenkmälern in Kirchen. Zum Beispiel in Rom, im Vatikan, gibt es ein berühmtes Grabmal von Canova. Und dort ist ein wirklich auch ein solcher trauernder Löwe dargestellt. Noch offen ist, wer das Denkmal entwirft und realisiert. Pfeiffer bezieht Freunde und Bekannte in die Entwicklung ein. Er ist im Kreise der Luzerner Künstler und Kunstliebhaber aktiv und korrespondiert mit zahlreichen Leuten. Davon zeugen 13 dicke Bände mit Briefen, die Pfeiffer in wenigen Jahren erhalten hat. Nur der passende Künstler will sich nicht finden lassen. Die Ausschreibung bei den Künstlern zuerst, das war nicht sehr ergiebig. Man fand dort einfach wirklich keinen Künstler, der ein großes Denkmal schaffen könnte. Und für Pfeiffer, er war sehr kunstaffin, er war in Paris gebildet, er wusste, was große Kunst ist. Deshalb sucht Pfeiffer jetzt im Ausland. Die größten Künstler sind Antonia Canova aus Italien und der Däne Bertel Thorvaldsen, der ebenfalls in Italien arbeitet. Canova war schon ein bisschen älter und war völlig überbeschäftigt. Bertel Thorvaldsen war auch gross beschäftigt, aber er nahm dann schlussendlich diesen Wunsch an, dass er eine Zeichnung für ein solches Denkmal liefern würde. Einer der größten Bildhauer der damaligen Zeit soll in Luzern ein Denkmal aus Sandstein entwerfen. Das ist auch für den Patrizier Karl Pfeiffer kein günstiges Unterfangen. Pfeiffer sucht Spender und organisiert eine sogenannte Subskription. In Anzeigen ruft er dazu auf, Geld für das Denkmal, für die Opfer und das geplante Kunstwerk zu spenden. Mit einem allfälligen Überschuss will er einen Veteranen unterhalten, der beim Denkmal Posten bezieht. Wird 10 Franken bezahlt, erhält einen Kupferstich mit dem Bild des Monuments. Für das Doppelte gibt es einen kolorierten Stich. Die Abbildungen erfreuen sich großer Beliebtheit. Der Entwurf des dänischen Künstlers Bertel Thorvaldsen kommt also gut an. Doch Thorvaldsen selbst hat keine Zeit, am Denkmal zu arbeiten. Also beginnt im März 1820 der Konstanzer Steinmetz Lukas Ahorn damit, den Löwen aus der vorbereiteten Sandsteinhöhle zu hauen. Am 7. August 1821, nur wenige Tage vor der geplanten Einweihung, wird er fertig. Der glanzvollen Enthüllung des Werks steht nichts mehr im Weg. Dem Anlass gehen lange Diskussionen über die Ausgestaltung des Festprogramms voraus. Es gibt Ideen mit Tierkämpfen, Höhenfeuern und gar der Beleuchtung der Rigi. Pfeiffer entscheidet sich dann für ein zweitägiges Festprogramm mit Trauergottesdienst, Umzug und feierlicher Enthüllung. Die Feierlichkeiten laufen allerdings nicht nach Plan. Das Wetter ist so schlecht, dass das Programm umgestellt werden muss. Zudem ist auch das politische Umfeld schwierig. Pfeiffer ist ein Vertreter der alten Ordnung und zelebriert das Andenken an die vergangenen Zeiten. Ihm ist wichtig, dass mit dem dänischen Kronprinzen ein Vertreter eines Königshauses die Feierlichkeiten beehrt. Die Einweihung wird ein Treffen der alten Aristokratie. Das führt zu Protesten und Reaktionen. Während das Kunstwerk praktisch einhellig begeistert, stößt die Einweihungsfeier mit den vielen Vertretern des Ancien Regime auf Kritik. Auch bei Bekannten von Pfeiffer, wie die Kunsthistorikerin Claudia Herrmann sagt.
Ja, er hat ein großes Netzwerk und in Kommunikation mit diesem Netzwerk, also mit Zürchern, Bernern, Solothurnern, Freunden, hat er dieses Werk langsam entwickelt. Aber als es dann drauf ankam für die Einweihung und man merkte, dass Pfeiffer alle die alten Gardisten einladen wollte, zogen sich diese Freunde langsam zurück. Sie wollten nicht mehr mit dem Königtum etwas zu tun haben. Und man wollte zum Beispiel auch nicht auf der Subskriptionsliste erscheinen. Karl Pfeiffer ist reaktionär, ein Vertreter der alten Ordnung. Er behauptet sich aber auch in den sich rasch wandelnden Zeiten. Er muss ein geschickter Geschäftsmann mit Ideen gewesen sein. So setzt er alles daran, dass sein Denkmal als Sehenswürdigkeit vermarktet wird. Mit seinen Aktivitäten wird er zum Wegbereiter des aufkommenden Tourismus. Es wurde zusammen mit dem Tourismus geplant. Das war ganz neu. Pfeiffer hatte ja bereits schon früh Leute eingeladen, die in der Schweiz herumreisten, vor allem die Alpen sich ansahen, dass sie sich auch das Löwendenkmal ansehen sollten. Und damit hat er eigentlich diese Sehenswürdigkeit, also wirklich, dass das eben würdig ist zu sehen, hat er wirklich geschaffen. Und dementsprechend alles unterstützt, dass die Leute das zu wissen bekamen. Er hat Schriften produziert, er hat auch den ersten Souvenir-Pavillon in Luzern geschaffen, direkt vor dem Löwendenkmal, wo er Ansichten verkaufte, dann später auch kleinere Löwendenkmal-Souvenirs. All das, was wir heute noch vom Tourismus kennen, das hat er so direkt vor dem Löwendenkmal erschaffen. Das ist ja das Spannende an diesem Monument. Es ist einerseits ein verklärtes Zurückschauen, aber wie wir es gehört haben, ist es gleichzeitig der Anfang des modernen Tourismus. Und ein Aspekt würde ich gerne dazu führen, absolut modern im Bereich des Histotainment. Dieser Ort ist von Anfang an ein Ort, der eigentlich mit Geschichte versucht zu unterhalten. Und jetzt als Historikerinnen und Historiker müssen wir vielleicht eingestehen, Entertainment vielleicht 80% und 20%, ja, es hat noch etwas einen historischen Hintergrund. «1821, als das Löwendenkmal enthüllt wird, prägt die aristokratisch-reaktionäre Fraktion die Luzerner Politik. Aber schon wenige Jahre später gewinnen liberale und reformwillige Kräfte an Einfluss. Karl Pfeiffer bietet dem aufkommenden Liberalismus noch einmal Paroli und wird Redaktor der neu gegründeten konservativen Zeitung «Der Waldstädter Bote». Zwei Artikel, in denen die Regierungen liberaler Kantone beschimpft werden, bringen ihn vor Gericht. Pfeiffer setzt sich in den Kanton Schwyz ab und kehrt erst zwei Jahre später nach Luzern zurück. Dort stirbt er 1840, kurz vor seinem 70. Geburtstag. Das Löwendenkmal erzählt also viele Geschichten. Es erinnert an die Ereignisse von 1792 in Paris und an das Massaker an den Schweizer Gardisten. Es steht für das Ende des Militärunternehmertums im Ancien Regime. Man kann hier von den politischen Richtungskämpfen erzählen, die vor der Gründung des Bundesstaates ausgefochten wurden. Oder man kann das Denkmal einfach als schön gestalteter Ort und als gelungenes Kunstwerk betrachten, so wie das vermutlich viele der unzähligen Touristen machen, die sich auch an diesem Vormittag vor dem Löwen fotografieren. Dass das immer noch möglich ist, auch 200 Jahre nach der Erschaffung, wäre eine ganz andere Geschichte. Sie würde von Feuchtigkeit und Verwitterung des Sandsteins erzählen, von Vandalenakten und der Baumpflege. Man hat das Gefühl, das sei einfach alles so gewachsen. Aber das Hinterste und Letzte außer der Wand ist inszeniert und hergestellt. Und dort drin liegt ja vielleicht auch eine ganz große Leistung, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Pfeiffer ist sicher jener, der das hingekriegt hat. Aber dass es noch da ist, das ist die Leistung der Stadtgärtnereien, der Denkmalpflege und der Stadt. Jörg Stadelmann und Claudia Herrmann haben sich in den vergangenen Jahren zusammen mit anderen intensiv mit dem Löwendenkmal beschäftigt, mit seiner Entstehungsgeschichte und den historischen Hintergründen. Sie haben viele Fragen gestellt und zahlreiche beantwortet, zum Beispiel die,
nach der eigenen Faszination für das Denkmal. Das ist eine fantastische Inszenierung um ein unwahrscheinlich gelungenes Kunstwerk. Und das Faktum, dass da Tag für Tag Tausende anströmen, sich ein Testimonial schaffen mit einem Foto von sich und vom Löwen und dass der arme Kerl wahrscheinlich gegen 50 Millionen Menschen schon gesehen hat, die da gekommen sind, das hat mich immer fasziniert. Das war die Zeitblende zur Geschichte des Löwendenkmals in Luzern und zur Geschichte von Karl Pfeiffer, der mit seiner Idee dem Tourismus in Luzern den Boden bereitete. Ich bin Stefan Eiholzer. Haben Sie Kritik, Lob oder Fragen ans Zeitblende-Team? Melden Sie sich bei uns unter zeitblende@srf.ch.